Rose Fröhlich, echter Patientenfall. Heute mit der Fragestellung, Haferflocken, sind die gesund und wenn ja, warum oder auch nicht? Ihr Lieben, ich bin die Rose Fröhlich, Diätassistentin mit Kassenzulassung in eigener Praxis. Zurück zum Patientenfall. Ich hatte ein Ehepaar, was in die Ernährungsberatung kam und tatsächlich mich fragte, es gibt so einen Hype über Haferflocken und man soll die essen und die wären ja so gesund. Und ja, das Ehepaar sagte aber, der eine mag es, der andere nicht. Und nun wollten sie eigentlich wissen, was sozusagen dieser Effekt ist oder ja, warum sozusagen man immer davon redet. Also generell ist es in den Ernährungsempfehlungen so, wenn sie studienbasiert sind, gibt es natürlich immer viele Studien und da muss man immer ein bisschen natürlich auch schauen, was zu einem persönlich passt. Eine Studie ist ja nicht immer das, was wir auch im wirklichen Leben in allen Dingen immer umsetzen können. Das bedeutet, ich habe mir das bei dem Ehepaar angeguckt, nämlich der eine mochte das essen und der andere nicht. Das heißt, erstmal gilt generell, wenn ich Haferflocken mag und mag die als Brei essen, mag die knusprig auf Quark oder Joghurt oder mit Milch, dann kann man sie natürlich einfach gerne verwenden, weil dann ist die Voraussetzung schon ja da, dass man einfach Appetit drauf hat. Wenn man aber das Gefühl hat, also ich esse die jetzt, weil sie vielleicht gesund sind, den gesunden Effekt hat man halt gesehen, das kann ich auch aus der Praxis immer wieder sagen, sie saugen das Cholesterin auf und wir kriegen die Möglichkeit, dass das Cholesterin über die Faserstoffe, die in den Haferflocken sind, dass das ausgeschieden wird. Also wer Haferflocken gerne mag, kann die gerne nutzen, wer sie als Brei mag. Das heißt, sie nehmen das auf. Wenn ich aber zum Beispiel Haferflocken in Brot habe oder Mischbrot oder einen Anteil vielleicht auch auf einem Brötchen oder hier Haferflocken ein bisschen rüberstreue und das aber häufiger nutze, dann hat es halt zum Beispiel diesen Effekt. Es regt die Darmtätigkeit positiv an, dass der Stuhlgang weicher wird in der Regel und es gibt natürlich auch den Effekt des Sättigungseffektes, weil die Ballaststoffe, das Faserige, mal sehen Sie die Banane mal weg hier, dieses Faserige, was wir haben, also diese Ballaststoffe, das Feste sozusagen in der Haferflocke, führt eben dazu, dass wir auch einen hohen Sättigungseffekt bekommen, weil es einfach aufquillt. Es ist aber nicht für jeden so. Es kann natürlich auch sein, dass die Haferflocke aufkühlt. Ihr esst sie, weil ihr gehört habt, oh, das ist jetzt der Hit und die ist super lecker oder auch nicht. Oder sie soll super ja viele Positiveffekte haben. Man muss immer gucken, zu viele Ballaststoffe können Leute auch Verstopfung von kriegen. Sie mögen es vielleicht instinktiv auch nicht. Wenn wir nochmal so in die persönliche Ernährung gucken, ist es immer so, dass man schauen muss, dass das auch wirklich zu einem passt und dass man es selber einfach auch essen mag. Also von daher ist nicht immer das Haferflocken wie mit allen Lebensmitteln. Schaut einfach, ob es was für euch ist. Für die, die es geschmacklich mögen, ich selber zum Beispiel mag es auch ganz gerne, aber bei mir hat sich zum Beispiel auch entwickelt, dass ich immer bei der Menge aufpassen muss, weil der Darm sonst tatsächlich auch negative Effekte macht. Also was die Patienten häufig berichten, was ich jetzt nicht nachvollziehen kann, aber ist zum Beispiel, dass das Verstopfung macht, wenn ich nicht genügend dazu trinke. Oder es gibt Leute, wo der Magen-Darm-Trakt die Verstoffwechselung der Inhaltsstoffe, Beta-Glucan zum Beispiel, hört man ja ganz häufig, aber die Faserstoffe zum Beispiel auch, dass es da Schwierigkeiten gibt mit Blähung, Blähbauch. Und daher muss man immer so ein bisschen gucken. Das gilt natürlich jetzt nicht nur für Haferflocken, sondern auch andere Getreideflocken können Schwierigkeiten machen. Also schaut immer so ein bisschen, passt es zu euch oder nicht. Das heißt, zu den Haferflocken zurück, wer sie gerne essen mag, jupp, Leute, macht es gerne. Wer sie mag und seinen Cholesterinspiegel senken will, nutzt sie auch gerne. Wer sagt, ich will sie für die Verdauung nutzen und ihr sagt vom Bauchgefühl her, jupp, probiere ich mal aus. Alles richtig. Wenn ihr aber das Gefühl habt, boah, nee, also so ein Brei, das ihr nix meins, ja, dann lasst ihn lieber weg, weil der Instinkt sagt uns häufig auch immer schon ein bisschen, ja, was uns in der Regel gut tut. Und wenn man da ein bisschen drauf hört, dann kann man so ein bisschen ausprobieren. Letzter Tipp, es gibt ja Vollkornhaferflocken oder zum Beispiel auch diese Zart und Fein, die manchmal etwas geschreddert sind, also etwas feiner. Und es gibt immer Patienten, die häufig diese Zart und Fein lieber mögen als zum Beispiel diese
kompletten Vollkorn-Haferflocken. Also probiert es aus, was ihr mögt. Ihr Lieben, ich wünsche euch beim Essen ganz viel Spaß. Habt einen schönen Tag. Ganz lieben Dank fürs Zuhören. Und ihr wisst ja, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, Plus weg abonnieren, je nachdem, wo ihr mich seht. Ganz liebe Grüße zu euch und habt einen schönen Tag.